Ja, was machen wir da? Eigentlich geht der ganze Spaß in die zweite Runde. Wir haben ja letztes Jahr angefangen, Powdersurfer zu bauen, die ersten Versuche. Und jetzt haben wir uns im Sommer ein paar Gedanken gemacht und geschaut, was wir besser machen könnten, was wir verändern, was wir beibehalten. Und jetzt, ja, geht die nächste Runde los. Die Bretter haben drei verschiedene Shapes gehabt. Shape heißt also verschiedene Formen, weil wir probieren wollten, wie was funktioniert. Und für die drei Bretter haben wir die zwei besten ausgenommen und ein bisschen verbessert. Ja, letztes Jahr sind wir dann drauf gekommen, dass die Shapes, das eine ein bisschen zu lang, das andere ein bisschen zu breit ist und haben das Ganze jetzt optimiert, ein bisschen kürzere Bretter gebaut und ja, jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert, wie die Bretter jetzt gehen und jetzt hoffen wir, dass es ein bisschen schneit. Ja, das Ganze fängt mit dem Holz zuerst einmal an. Also wir haben heuer im Sommer viel überlegt, was wir für Holz verwenden sollen. Wir hatten zuerst eigentlich Zirbe nehmen gewählt, weil es ja der Reggae-Baum ist in Etztal mehr oder weniger, nicht? Also Zirbe ist einfach brutaler super Holz. Riecht gut, hat super Eigenschaften auf dem Körper. Das Problem an der Zirbe ist einfach, dass sie viel zu viel Harz in sich hat. Das funktioniert mit Holzleim relativ gut, aber mit dem Kleber, den wir verwenden, verbindet sich das Ganze nicht. Jetzt haben wir halt von der Zirbe weggegangen gemischt und sind auf die Lärche gekommen. Auch ein heimischer Baum, ein recht großer, hat ziemlich ein gutes Holz, auch ein schönes Holz, ist nicht allzu schwer und lässt sich wunderbar verarbeiten. Ja, das Faszinierende daran ist, dass man natürlich in der Natur ist und totale Freiheit hat. Man ist an nichts gebunden, sprich, du bist nicht einmal ans Board gebunden. Es erinnert mich total ans Wellenreiten. Es ist eine Wahnsinnsherausforderung und Hänge, die man mit dem Snowboard wahrscheinlich gar nicht anschaut, fährt man mit so einem Teil und hat wieder Herausforderungen. Das ist irgendwie was Neues, irgendwas anderes, was Lustiges, mit ein paar Freunden irgendwas arbeiten. Ich mache das gerne, das taugt mir halt. Das Lässige ist einfach daran, dass man sein eigenes Brett hat, selbst gebaut, und das ist einfach schon was Besonderes, würde ich jetzt sagen, was Spezielles. Und das auf der selber zu fahren und alles, das ist schon ein gewisser Reiz dran. Dass du wie ein sechsjähriges Kind bist wieder. Es ist doch scheißegal, wenn du auf 10 Meter fünfmal kugelst und dreimal mit dem Gesicht den Schnee enttätschst, weil es einfach eine riesen Gaude ist, das Ganze. Und das Schönste ist halt einfach ohne Bindung und ohne Kante, hat einfach von der Bewegung her viel was Schönes. Und auch beim Snowboard kann ich Alben wirken, ich kann Alben mit Kraft alles machen, ich kann über die Bindungen brutal viel einsetzen. Auf die Dinger geht das nicht. Da kannst du nicht würgen, da musst du einfach mit dem Brett fahren und sonst funktioniert es nicht. Also da musst du einfach jede Bewegung extrem sanft machen, du musst sie genau machen, du musst fließend machen und danach ist das einfach ein wunderschönes Gefühl. Sölden TV. Hier bist du der Star.